Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gib Gummi, dem Büsenauer Automagazin. Doch bevor wir zur schwärzesten Stunde des Podcasts kommen, erstmal genüsslich ein paar Züge an meiner neuen E-Zigarette. Gab's auf Krankenschein von Dr. Ulrich Marx. Dass das die Krankenkasse nicht mitbekommt. Was bisher geschah? Ach, Alkines, also hier gefällt mir das Licht nicht. Wir müssen da irgendwo hin, wo Sonne gibt. Weil, wisst ihr, so als Star komme ich nicht gut hier. Ich brauche ein besseres Licht. Ja, hier ist gut. Kann ich? Also, Folgendes ist passiert. Der Ford Ka, diese Dreckskarre da, hinter dem Smart, die hat ja einen Zylinderkopfschaden. Ich musste da ständig Wasser nachfüllen, also alle paar Meter eigentlich. Und dann ist die Karre mal eingefroren und beim Starten hat es dann irgendwie einen Kolben zerrissen. Der hat sich dann verabschiedet. Ich nehme mal an, so die Stange da, wie die da unten reingeht, ja, die ist einfach abgeknallt. Ja. So sieht es aus. Und jetzt ist das Ding brutal laut. Öl ist auch keins mehr drin. Jetzt habe ich mir bei Autoteile Hunger 5 Liter bestellt für 14 Euro. Und die kippe ich jetzt mal rein und mal sehen, vielleicht ist der Wagen dann etwas leiser. Der Auspuff, der hat auch ein Loch. Tut wie ein Panzer. Aber merke, Freunde der Nacht, auch die schwärzeste Stunde hat nur 60 Minuten. Hier, das gute Gerolsteiner, das Apfelschorle. Und hier das Motoröl. Autoteile, Unger. Ach, das habe ich schon erwähnt. Jetzt, bevor es losgeht, muss ich noch mal einen Zug an meiner E-Zigarette nehmen. Nein, das ist nicht gesundheitsschädlich, weil ich rauche ja nicht. Ja? Ich dampf ja nur. Hat der Doktor gesagt. Ja? Und alles, was der Doktor sagt, das stimmt. Das ist Gesetz. Das ist so wie alles, was in der Zeitung steht, stimmt. Und alles, was im Fernsehen kommt, stimmt auch. Und vor allem alles, was auf YouTube kommt, stimmt erst recht. So, jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Starten wir die Limousine. Mal hören wir mal, wie die klingt. So, ja, Gang raus, Handbremse an und Zündung. Achtung, mal raus wegen dem Ton. Naja, klang schon mal schlechter, aber es ist kein Öl drin. Oh, das ist gefährlich, das ist gefährlich. So, Zündung aus bitte. Zündung aus. Öffnen wir mal den Motorraum. Beim Ford Ka unten am Lenkrad ziehen, Weiber. So, ihr Hausfrauen, nun gebt ein Acht, irgendwo da, ja, aufmachen, dann das Ding da reinstecken, zack, voilà. Und nun beginnt die Suche nach dem richtigen Einfüllstutzen fürs Öl. Seht ihr, Hausfrauen, da hat immer so ein Ding zum Rausziehen, so eine Lasche. Du musst erst den Nippel durch die Lasche ziehen. So, einmal rausziehen und man sieht quasi nichts. Deswegen, der Papa hat gesagt, ein Tuch nehme, zack, abwischen, reinstecken. Ach, reinstecken. Ja. Und dann diese Schmutze. Voll kleine Großaufnahme. Gell? Freilich. So, jetzt ziehen wir es nochmal raus. Ja, schauen da mal uns das Ding an. Ja, da ist nur so Schmutze dran. Sehen Sie das? Es wackelt. Okay. Das ist also eindeutig Wasser und Öl vermischt. Deswegen ist es so eine dickflüssige
Schmutze, weil da kommt ja Wasser in den Zylinderraum rein. Das heißt, der Wagen verbrennt Wasser. Typischer Schaden, Zylinderkopfdichtung in Arsch. Lohnt sich nicht, Reparaturkosten mindestens 2000 Euro. Stimmt's? Sowieso. Ist das der Dennis? Nee, der Dennis ist sein Bruder. Ah ja, Dennis ist sein Bruder, genau. Du hast keinen Bock auf Show, oder? Kannst du einen Ford reparieren? Zylinderkopfdichtung. Ja, komm mal her, mach mal. Reparier mal Zylinderkopfdichtung. Da bin ich mal gespannt, du. Also jetzt läuft der weiter. Die heutige Jugend taugt nichts mehr, du. Er schafft sechs, aber bei der Kälte läuft andauernd läuft ihm da die Nase, du. Ich hab nichts anderes. Scheißegal. Ich bin doch ein richtiger Mann. Das bisschen Öl, das schadet doch keinem. Da hat mein Papa auch schon gesagt, man muss dreckig sein. Ne? Man muss furzen, dreckig sein, ein bisschen stinken. Fahre die Weiber voll drauf ab. Ich weiß das. Übrigens, das steht auch in der Zeitung, kommt im Fernsehen. Unter allem auf YouTube. Das stimmt. So, da. Rein. Da Öl. Oh je. Oh je. Oh je. Brauchen wir mal eine Taschenlampe? So. Sieht man da was? Alles zugeschmutzt, so. Oh je, oh je. Oh je. Okay. Na, versuchen wir das Loch mal zu treffen. Oh je. Oh. Oh, 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 oh. Schön die Glocken in Büsnau, hä? Treffender hat man den Zeitpunkt der Befüllung gar nicht wählen können. So, halber Liter daneben gekippt. Wie viel haben wir ungefähr drin? Nicht mal einen Liter. Hoppla! Oh, jetzt steht bis oben hin. Ich glaube, da ist zu viel drin. Ich glaube, der läuft nicht mehr an. So, da ist jetzt viel zu viel Öl drin. Ich lasse die Kamera mal stehen. Und starten, dann dürft ihr live dabei sein im Motorraum, was passiert. Vielleicht fliegt uns jetzt die ganze Scheiße um die Ohren. Die Kamera läuft nicht an. Ich geb's nicht auf, denn merke, auch die schwärzeste Stunde hat nur 60 Minuten. Diese Jugendliche, die ganze Zeit nur das Handy am Ohr. Ja? Wisst ihr, was der gerade gesagt hat? Du weißt es ja nicht, du weißt es ja nicht. Ja, die Frage ist ja, wer will es denn überhaupt wissen? Jetzt starten wir die Karre mal. Das Ganze regt mich so auf, du. Da brauche ich erstmal ein paar Züge von meiner auf Krankenschein von der DAK E-Zigarette. Die ja sehr gesund ist, gell? Im Vergleich zu einer echten Zigarette. Steht im Internet. Und ihr wisst ja alles, was im Internet steht. Das ist wahr. Are you ready for Rock'n'Roll? Start the engine. Oben hin, randbefüllt.
mit Öl, der Motor. Ihr schaut, gib Gummi, das Automagazin aus Büsnau. Gang raus, Handbremse an und Zündung! Hey, geht doch! Okay, ich würde sagen, Zeit für eine Testfahrt! Rock'n'Roll! Hier wieder Rauch! Guck mal da! Da hat es jetzt 3 Liter Öl vorne raus. Jetzt wisst ihr. Wow. Hier, da. Wow. Hey. Wow. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Muss man das wegputzen? Oh, den Smart hat sauer erwischt. Hier. Eine Sauerei, du. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, das ist gar nicht Rock'n'Roll. Da hat auch schon der erste Nachbar geguckt. So. Jetzt werden wir das, den Smart ein bisschen sauber machen, gell? Sonst gibt es nachher noch irgendwas. Sieht es aus, hier. Sieht es aus? Sonst gibt es nachher noch eine Anzeige. Ich glaube, die Probefahrt, die schenke ich mir jetzt, gell? Ich glaube, das war's dann. Ja, sieht es aus, du. Sieht es aus, gell? Den Smart, den hätte ich gern. Gell? So ein Smart, der wird auch viel, viel besser zu so einem Typ, zu so einem erfolgreichen Entertainer, wie ich einer bin, passen. Gell? Die haben schon mal einen Smart gehabt. Gell? Und hat dann die Bank geholt. Ja? Irgendwann. So, jetzt stellen wir das Auto ein paar Meter vor über die Flecken. Das muss ja jetzt nicht jeder sehen. Gell? Das will er wieder nicht. Pass auf, Sechser. Achtung. Fast wäre er gekommen. Fast. Ja, ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Wie heißt es so schön? Auch der schwärzeste, nee, auch die schwärzeste Stunde hat nur 60 Minuten. Dumm ist es nur, wenn es 24 schwarze Stunden sind. 7-mal die Woche. Oder 365 Tage mal. Bäh, ich habe jetzt keinen Bock zu rechnen. Das war Gib Gummi, das Büsnauer Automagazin. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Schrottkarre. Tschüssi.